Namen des Allmächtigen, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich möchte uns den Psalm 23 lesen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Lieber Ehemann Heinrich Wiebe, liebe Familie, liebe Trauergemeinde, in dieser Stunde des Abschiednehmens, in dieser Stunde des Kummers und des Leids schenkt dieser Psalm uns Trost und Kraft. Wollen wir unser Haupt neigen zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir kommen zu dir und wir danken dir für diesen Tag. Danke, Herr, dass du uns begleitest, dass du hier mitten unter uns bist, dass du uns Trost gibst. Danke, Herr, dass wir auch dieses Freudenfest und zugleich traurige Fest feiern dürfen. Mögest du mit jedem Einzelnen sein, mögest du uns gnädig sein. Herr Jesus, führe und leite du uns an diesem Tag. Wir legen alles in deine Hände. Amen. Nun singt der Chor uns ein Lied und danach hören wir die Ansprache vom Prediger Richard Funk. Mit
Heinrich, liebe Kinder, liebe Familie Wiebe, Angehörige und Freunde von Helena Wiebe, liebe Trauergäste. Letzten Donnerstag um etwa 19.40 Uhr, da wurde Frau Helena Wiebe im Alter von 86 Jahren von unserem Schöpfer heimgerufen. Sie verstarb im Hospital von La Plata, nachdem sie dort einige Zeit interniert war. Wir haben uns hier dann versammelt, um ihr das letzte Geleit zu geben, um Abschied zu nehmen. Herzlich willkommen alle von nah und fern. Möge Gottes spürbare Nähe und Trost euch begleiten. Viele von uns hätten sich vielleicht gewünscht, Helena noch ein bisschen länger bei sich zu haben, dieses oder jenes noch zu unternehmen. Jedoch, wir wollen unseren Blick nicht auf das lenken, was noch alles hätte sein können, sondern auf das, was war, was gewesen ist, was ihr gemeinsam an Zeit und Möglichkeiten genutzt habt, an die Zeit, wo ihr mit eurer Mutter, Oma zusammen gewesen seid. Psalm 23 von dem guten Hirten war für Helena ein wichtiges Wort der Bibel. Wir haben diesen Psalm einleitend gehört. Und es gibt wohl kaum einen anderen Psalm oder einen anderen Bibeltext, der uns so vertraut ist wie dieser. Helena lernte ihn auch auswendig und fand darin Trost. Dieser Psalm, der oft auf Beerdigungen gelesen wird, zeigt zwei ganz unterschiedliche Situationen. Er beginnt mit den Worten voller Zuversicht: Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Also ich habe alles, was ich brauche. Wasser, Weide. Und hier spricht der Schreiber in der dritten Person. Er, der Herr. Dieser Schreiber, der Psalmist, ist ihm nahe, hat aber noch keine so persönliche Erfahrung gemacht. Im Gegensatz, die zweite Szene wirkt ganz anders. Da ist vom dunklen Tal des Todes, von Feinden die Rede. Nachdem der Psalmist durch dieses Todestal geht, spricht er in der zweiten Person, du. Er richtet seine Worte an Gott. Die Feinde sind zwar immer noch da, genau auch wie das Böse, doch ich fürchte mich nicht, denn du bist an meiner Seite. Gott ist ihm jetzt ganz nahe gekommen. Er hat persönlich seine Nähe erfahren und deshalb diese Beziehung du. Auch wir können uns in schwierigen Zeiten auf unseren Herrn verlassen. Wer diesen Psalm immer wieder betet, der erfährt ein erfülltes Leben, jetzt, aber auch über den Tod hinaus. Das bedeutet nicht unbedingt ein Leben, in dem nur Friede, Freude und Sonnenschein ist, in dem alles glatt geht und gut verläuft. Zu einem erfüllten Leben können auch Tiefen gehören. Ein Leben, das auch von Tiefen geprägt war und das diese Tiefen auch bewältigt hat, das war bei Helena so. David hat ja diesen Psalm geschrieben. Und David hat so ziemlich alle Höhen und Tiefen durchgemacht, die ein Mensch durchmachen kann. In seinem Glaubensleben gab es große Höhen, aber auch große Tiefen. Es gab große Siege, aber es gab auch großes Versagen und laute Schreie nach Hilfe in größter Not. David kannte den Herrn, der in diesen Tiefen, in diesen schweren Zeiten hilft und der dafür sorgt, dass man in allem trotzdem ein zufriedenes, ein erfülltes Leben führen kann. Gott hat sich nicht geändert. Das Wesen Gottes ist dasselbe geblieben und das Wesen des Menschen auch. Und deshalb können wir heute aus diesem Psalm, aus dieser Gottesbeziehung, die er beschreibt, genau dieselbe Kraft beziehen und dieselbe Geborgenheit wie David
und wie viele andere Menschen vor uns. Auch unsere verstorbene Schwester Helena Wiebe kannte diesen Herrn. Es war ihr Lieblingspsalm, den sie nach Aussagen der Kinder immer wieder aufgesagt und gebetet hat. In ihrem langen Leben, über 86 Jahre, hat sie viel erlebt. Als junge Familie lebten sie in einer Zeit, wo man noch nicht alles kaufen konnte. Das Geld war sowieso knapp. Und da war man auf Eigenversorgung angewiesen. Und Familie Wiebe hatten einen großen Garten, Obstgarten, wo man immer etwas holen konnte. Auch Tiere waren da, Hühner für die Selbstversorgung. Das war eurer Mutter und Vater auch wichtig, auch dann, als sie nach Loma Plata zogen. Bis fast ganz zuletzt versorgten sie ihren Garten und ihre Tiere, auch wenn das schon fast nicht mehr ging. Eine Haushaltshilfe machte den Haushalt. Und als seine Mutter dann immer mehr pflegebedürftig wurde, hat Vater sich liebevoll für sie eingesetzt, sie zu pflegen, so gut er es noch konnte. Und beim Hospital hat er stundenlang an ihrem Bett gesessen, hat sie auf dieser letzten Strecke begleitet. Dafür erhält er einen Dank und die volle Anerkennung für diese Hingabe. Nun ist Mutter von ihrem Leiden erlöst bei ihrem Herrn. Der Körper liegt noch hier im Sarg. Bald werden wir sie ins Grab versenken. Ist das alles? Nein. Die Bibel zeigt uns, wie es weitergeht, dass es weitergeht, viel weiter. Und Gott hat in seinem Wort in der Bibel schon ein Stückchen vor den Vorhang so ein bisschen weggenommen und lässt uns Dinge schauen, die wir uns gar nicht erträumen können, auf die wir gar nicht gekommen werden, in der Ewigkeit. Reich beschenkt an Jahren ist Helena sanft eingeschlafen. Auch darin hat Gott sich als der gute Hirte erwiesen. David lebte in der Gewissheit, ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Wenn man diesen Satz wörtlich übersetzt, dann steht da, ich kehre dann heim in das Haus des Herrn für alle Dauer der Zeiten. Ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da, heißt, ich bin dann zu Hause, für immer. David wusste, wohin er nach dem Sterben ging. Er glaubte an Gott, dass man sich felsenfest auf ihn verlassen kann, dass Gott seine Versprechen einhält und dass er unserem Leben eine sichere Grundlage gibt. Wir können das auch wissen. Ja, sogar besser noch, seit Jesus auf der Erde war, können wir das alle wissen. Der Herr ist mein Hirte. Also ich kenne ihn. Ich stehe unter seinem Schutz. Ich stehe unter seiner Führung. Nicht ich und meinesgleichen sind die höchste Autorität, sondern Gott. Gott, der alles weiß, der alles sieht. Sein Wort, Gottes Wort, reicht deshalb viel tiefer und weiter als alle anderen Worte. Gott war mein Hirte, er ist mein Hirte und er wird mein Hirte sein, so sagt es in dem Urtext eigentlich. Wenn ich zurückschaue, Gott hat für mich gesorgt. Wenn ich jetzt nicht weiter weiß, er sorgt für mich. Und wenn ich sterbe, dann führt er mich zu sich und ist nach dem Tod auch mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Hier ist nicht die Rede von Nahrung und Kleidung und Gesundheit. Das ist alles gemeint. Keine Begrenzung. Sondern Gott versorgt mich mit allem Lebensnotwendigen, auch in schwierigen Zeiten. Er gibt mir Kraft zum Arbeiten. Er sorgt für mich durch andere. Was ich nicht habe, das fehlt mir dann auch nicht. Das brauche ich nicht. Das ist gut so. Ich bin zufrieden, so wie Gott für mich sorgt. Und auf der Grundlage einer solchen Beziehung, wie David sie mit dem Herrn hatte, können auch wir diese gleiche Gewissheit haben.
Hier und jetzt bin ich mit dem Herrn als meinem Hirten verbunden. Hier bin ich sicher. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Man sagt, Schafe sind nicht in der Lage, allein eine sichere Weide zu finden. Sie brauchen Hilfe. Sie brauchen einen Hirten, der sie führt, der ihnen hilft, auf grünen Auen zu weiden. Wer hat das Sagen? Der Hirte. Er sucht den Weg aus, er bereitet den Weideplatz. Wir haben nichts anderes zu tun, als ihm zu folgen. Und das müssen wir uns schon in jungen Jahren entscheiden, uns von diesem Hirten weiden zu lassen. Nicht wir selbst, nicht ich suche meine Weide aus. Das macht der Hirte. Unser Denken, unseren Willen sollen wir Gott, dem Herrn, unterordnen. Es geht nicht darum, meine Meinung, meinen Willen durchzusetzen, eigensinnig zu sein, Recht haben zu wollen oder nur das zu tun, was mir gefällt. Der Hirte gibt mir das, was ich brauche und nicht unbedingt das, was ich mir wünsche, aber das, was ich brauche. Was ist gute Weide für mich? Frisches Wasser, was bedeutet das für mich? Das bedeutet für mich Gottes Wort, Bibel lesen, Hauskreis, Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Da erfahre ich grüne Weide. Die Aufgabe des Schafes, also sagen wir mal, unsere Aufgabe ist es, den Hirten im Auge zu behalten. Der Hirte hat das Land vorbereitet. Das hat Jesus für uns mit seinen durchbohrten Händen am Kreuz für mich alles getan. Er hat die Sünde bezahlt. Er bietet Gnade und Barmherzigkeit an. Dies ist keine Weide, die wir uns verdient haben. Dieses ist ein Geschenk Gottes. Nicht nur ich allein bin das Hirtenschaf. Da sind auch viele andere Schafe. Zusammen mit vielen anderen Christen bilden wir eine Herde. Und manchmal fügen Schafe unter sich und Christen unter sich gegenseitig Verletzungen zu. Wir behandeln andere nicht so gut, schubsen uns gegenseitig auf der Weide. Das brauchen wir nicht. Der Hirte sorgt für jedes einzelne Schaf, damit es genug Wasser und Weide hat. Wir brauchen das gar nicht vom anderen wegnehmen oder denken, der andere hat bessere Weide als ich. Das tun wir zu oft in der Welt. Auf der anderen Seite des Zaunes sagt man, ist das Gras immer grüner. Der Hirte sorgt für uns. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Wenn Gott führt, dann geht das nicht nur um mein Geist, leibliches, sondern auch mein seelisches und geistliches Wohl. Bei allem, was geschieht und sich ändert, hat Gott dieses eine Ziel. Er bringt meine Seele in den ursprünglichen Zustand zurück, so wie Gott sich das gedacht hat. Und das tut er nicht, weil ich mir das verdient habe oder weil mein Charakter und mein Verhalten so wunderbar wäre. Nein, davon hängt das überhaupt nicht ab. Das liegt bei Gott. Es hängt an Gottes Wesen, an Gottes Liebe. Deshalb geht er so mit mir um. Gottes Name birgt dafür. Und was ist dann mit den Dunkelheiten? Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Neben all diesen schönen Momenten, die wir erleben, gibt es aber auch immer wieder Dunkles, Schweres zu bestehen, zu überstehen. Auch das gehört zu einem Menschenleben dazu. In diesem Psalm spricht es von dunklen Tal. Der Tod zeigt uns immer wieder, dass wir ganz und gar irdische, vergängliche Geschöpfe sind. Wir müssen erkennen, dass wir unser Leben nicht selbst in der Hand haben. Wir leben in Gottes Hand. Wir leben aus Gottes Hand. So sagt das Psalm 23. Und wir stehen in Gottes Hand, ob wir leben oder sterben. Ob wir uns freuen oder ob wir traurig sind. Gott garantiert uns nicht,
dass wir niemals durch ein dunkles, schweres Tal gehen werden. Wir alle gehen früher oder später durch dieses dunkle Tal. Und es gibt viele Gelegenheiten im Leben, wo wir durch dunkle Schatten gehen. Da gibt es einen schmerzvollen Verlust durch einen Todesfall, so wie heute. Da gibt es Einsamkeit, da gibt es Krankheit, Verfolgung, Entmutigung. Wenn wir diesen Vers etwas anders lesen, dann kann man auch sagen, auch dann noch, wenn ich durch das Tal des Todesschatten gehe, dann fürchte ich mich nicht, denn du bist bei mir. Du führst mich durch dieses dunkle Tal. Auch wenn es so scheint, dass kein Licht mehr da ist, dass wir keine Perspektive mehr haben. Gott erspart uns das nicht. Auch Helena hat in der letzten Zeit viel gelitten, aber Gott war da. Der Stecken stellt die Disziplin, die Ordnung und der Stab die Unterstützung und Hilfe dar. Wenn wir Gottes Unterstützung und Hilfe haben wollen, dann müssen wir uns seinen Ordnungen, seiner Disziplin unterwerfen. Und dann wird David hier ganz persönlich, so wie ich einleitend schon sagte, er geht hier zum Du über. Du bist bei mir. Stecken und Stab bedeutet, Gott schützt mich. Er erzieht mich auch. Er leitet und er stützt mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Auch die Gegenwart von Feinden kann uns nicht davon abhalten, dass Gott uns versorgt und dass wir uns daran freuen können. Gott macht dem Feind, unserem Feind deutlich, ich versorge meine Kinder auch vor deinen Augen. Auch wenn du da als Feind das nicht haben willst, ich versorge meine Kinder vor euren Augen und ihr werdet nicht in der Lage sein, irgendwie meinem Kind zu schaden, meinem Schaf zu schaden. Das verspricht Gott hier uns. Im Angesicht unserer Feinde wird er für uns da sein. Gott erspart uns das Schwere nicht. Es gibt Bedrängnis. Es gibt Feindschaft. Ich muss nicht warten, bis ich zur Ruhe komme, bis das alles weg ist, sondern ich kann mich trotzdem in seiner Nähe geborgen wissen. Mittendrin in diesen schweren Zeiten, da bist du Gott da. Da bist du mir Ruhe und Frieden. Ich kann mich freuen, ich kann das Leben genießen. Ich kann ein erfülltes Leben haben. Und dann der letzte Vers, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Gott lässt in seiner Güte nicht von mir ab. Und wenn das Leben auf dieser Erde zu Ende geht, dann ist Sterben für mich nichts anderes als Rückkehr in die Heimat. Sterben bedeutet, ich gehe nach Haus, in die Heimat. Ich kehre in das Haus meines Herrn zurück, für immer. Gott ist bei mir jetzt hier auf der Erde und ich werde in der Ewigkeit bei ihm zu Hause und geborgen sein. Auch die Hoffnung, die ich für dieses Leben und über den Tod hinaus haben darf. Wir sind gut aufgehoben und wir sind bei Gott geborgen. Diejenigen, die sterben, aber auch die, die zurückbleiben. Dass wir so zur Ruhe und zum Frieden finden, mitten in all der Trauer, in all dem Schweren, das wünsche ich euch als Familie von ganzem Herzen, dass ihr Trost und Frieden beim Herrn, bei diesem Hirten findet. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, du bist der gute Hirte. Du sorgst für uns. Du kennst uns Menschen. Du weißt auch, was wir brauchen. Und was du uns gibst, das ist gut für uns. Wenn wir deiner Stimme hören und dir folgen, dann gibst du uns neues Leben in Ewigkeit. Wir danken dir für das vergangene Leben von Helena Wiebe. Du hast auch für sie gesorgt. Du hast sie getragen.
Nun müssen wir sie aus unserer Hand geben. Danke, dass wir sie dir anbefehlen dürfen. Und wenn wir eines Tages durch dieses dunkle Tal gehen müssen, durch das Tal des Todes und der Trauer, der Einsamkeit, dann bitten wir um deinen Trost, dass du uns weiterführst, dass du uns weiterbringst und dass du mit uns gehst. Hilf uns, unser Leben so einzurichten und auszurichten, dass du unser Herr, unser Hirte bist. Diesen letzten Weg befehlen wir auch dir an, uns dir an. Hilf uns, in deinem Licht und in deiner Wahrheit zu leben, damit auch wir einmal bei dir in der Herrlichkeit sein können. Schenke uns deinen Trost und deinen Frieden. Amen. Jetzt hören wir das Lebensverzeichnis von Helena Wiebe, gelesen von Birgi Wiebe. Lebensverzeichnis von Ehefrau, Mutter, Schwiegermutter
Oma und Urnoma Helena Wiebe, geborene Wiens. Sie wurde ihren Eltern Johann und Anna am 21. November 1935 in Weidenfeld als achtes Kind von 11 Geschwistern geboren. Mit 8 Jahren begann ein neues, aber schweres Leben für sie, da sie ihren geliebten Vater zu Grabe tragen musste. Am 22. Mai 1956 ließ sie sich dann auf ihren Glauben an Jesus Christus taufen und heiratete 6 Jahre später ihren geliebten Ehemann Hein Wiebe am 15. Juli 1962. Ihr erstes Zuhause machten sie sich in Schönau-Südmernow. Von da zogen sie nach Neuland, erst Altenau, dann Waldrode und zurück nach Menno-Neuwiese, wo sie dann 40 Jahre gewohnt haben. In dieser Zeit wurden ihnen 5 Kinder geboren, 3 Mädchen und 2 Jungen, die sich alle verheiratet haben. Dann zogen sie nach Loma Plata, wo sie die letzten Jahre gewohnt haben. Als Frau Helena Wiebe pflegebedürftig wurde, zog sie dann ins Pflegeheim für 2 Monate. Danach kam sie für 5 Tage ins Hospital, wo sie dann für immer einschlief. Sie hinterlässt ihren geliebten Ehemann 4 Kinder, 4 Schwiegerkinder, 2 Brüder und eine Schwester. Im Tode vorangegangen sind ihre Eltern, Schwiegereltern, eine Tochter, ein Schwiegersohn, 4 Schwestern, 3 Brüder und mehrere Schwäger und Schwägerinnen. Wir als Familie gönnen ihr die Ruhe bei Jesus und bedanken uns beim Pflegeheim und Krankenhauspersonal für ihren guten Dienst an Frau Helena Wiebe. Einen herzlichen Dank auch an Frau Marlene Fröse und den Predigern und Diakonen für ihre treuen Dienste. Dankeschön. Folgend lese ich noch einige Worte geschrieben von Kindern Edwin und Alvine Wiebe. Es ist nie der richtige Zeitpunkt. Es ist nie der richtige Tag. Es ist nie alles gesagt. Es ist immer zu früh. Und doch sind da Erinnerungen, Gedanken, Gefühle, schöne Stunden und Momente, die einzigartig und unvergessen bleiben. Diese Momente und Erinnerungen gilt es festzuhalten, einzufangen und im Herzen zu bewahren. Als Gott sah, dass der Weg zu weit, der Hügel zu steil und der Atem zu schwer wurde, legte er den Arm um sie und sagte: Komm heim, mein Kind. Wir wollen auch Raum freigeben, wo man sich mitteilen kann. Hebt bitte die Hand, es wird ein Mikrofon gereicht werden, wenn jemand der Familie etwas sagen möchte oder ein Erlebnis mitteilen möchte. Also hebt bitte die Hand. Wenn keine weiteren Mitteilungen sind, man kann auch später der Familie etwas mitgeben. Wir hören nun ein weiteres Lied. Thank you.
Mit dieser Botschaft und mit diesem Trost wollen wir nun den ersten Teil dieser Trauerfeier hier beenden. Wir laden ein, noch einen letzten Abschied zu nehmen. Wir beginnen mit der ersten und dritten Reihe und die anderen folgen dann. Danach ist die ganze Trauergemeinde eingeladen zum Friedhof zu kommen und auch dort die Familie zu begleiten. Bitte schön, ihr dürft jetzt gehen.
Wir stehen hier jetzt am offenen Grab, dass wir den Sarg mit dem irdischen Körper von Helena Wiebe hinablassen wollen. Ihre Seele ist jetzt bei ihrem Herrn. Wenn Jesus für mich gesorgt hat, dann kann ich mich getrost auf den Weg geben. Es ist so, als wenn man jetzt nach Hause kommt, zu einem Festmahl, die Tür aufgeht. Für Christen liegt die eigentliche Hoffnung darin, Offenbarung 2, Vers 10. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Und weiter Offenbarung 14, Vers 13. Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben, von nun an. Ja, der Geist spricht, dass sie ruhen von ihrer Arbeit, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Alle Herren entschlafen von ihrer Arbeit, denn sie sind jetzt zu Hause beim Herrn. Ihre Werke folgen ihnen nach. Das heißt, alles, was sie im Glauben und in der Liebe zum Herrn auf Erden getan haben, begleitet sie in der Ewigkeit. Der Herr lohnt das ihnen. Aber Geld, Ruhm, Besitz können wir aus diesem Leben nicht mitnehmen. Was wir nur für uns getan haben an Werken, diese Werke folgen uns nicht. Das heißt hier nur, die in dem Herrn entschlafen sind, deren Werke folgen ihnen. Als Christen können wir uns Schätze sammeln im Himmel, indem wir etwas für unseren Nächsten übrig haben, indem wir dem Herrn dienen, indem wir unseren Nächsten praktisch helfen. Helena, eure Mutter und Oma, spricht jetzt ein letztes Mal zu uns. Und sie sagt uns ganz klar, das, was ich jetzt bin, eine Leiche, das wirst du auch eines Tages werden, aber du weißt noch nicht wann. Aber sei bereit, Gott zu begegnen, wenn er dich ruft. Und Paulus geht auch davon aus, dass er, wenn er gestorben ist, unmittelbar nach dem Tod mit Jesus Gemeinschaft haben wird. Und deshalb kann Paulus sich sogar auf das Sterben freuen. Denn er sagt in Philipper 1, Vers 21 und weiter, Leben, das ist für mich Christus.
Darum bringt Sterben für mich nur Gewinn. Ich möchte am liebsten aus dem Leben scheiden und bei Christus sein. Auch der Verbrecher am Kreuz mit seiner Bekehrung in letzter Minute, der macht uns deutlich, worauf es ankommt. Nicht die Lebensleistung zählt, sondern die Einsicht in die persönliche Schuld. Und wenn man das eingesehen hat, dass man schuldig geworden ist vor Gott, dann kommt noch die Bitte, dass Jesus das ans Kreuz trägt und dass Jesus mich als sein Kind aufnimmt, als ein Hirte, wie wir das erst schon gehört haben. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen, so sagt Jesus. Und wenn das nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, die Stätte zu bereiten, dann will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Und diese Worte zeigen uns, der Weg zum ewigen Leben, den können wir nicht sehen, aber der ist uns sicher. Und Jesus hat diesen Weg zum ewigen Leben vorbereitet. Die einzige Frage, die wir klären müssen, ist, bin ich bereit, das zu glauben, dass Jesus das für mich getan hat? Und wir können uns auf dieses ewige Leben freuen, weil Jesus das allen denen zugesagt hat, die an ihn glauben. Der Tod ist ja ein Übergang in die Ewigkeit. Wir gehen über die Schwelle, durch eine Tür und treten dann bei Gott ein. Hier auf dem Friedhof, hier begraben wir die sterblichen Reste, aber die Seele, die geht in die Ewigkeit. Wir übergeben den Körper von Helena der letzten Ruhestätte, hier auf in dieser Erde. Aber ihren Geist übergeben wir dem allmächtigen Gott, denn wir wissen, der Tod ist die Brücke zur himmlischen Heimat. Und nun beginnt ein neuer Lebensabschnitt für Helena, das Leben in der Ewigkeit. Und Jesus möchte auch mir und dir den Mut geben, uns auf diesen letzten Schritt vorzubereiten. Bist du bereit? Wir beten. Vater im Himmel, wir danken dir für das Leben von Helena Wiebe. Du hast sie begleitet 86 Jahre lang. Du warst bei ihr, du hast sie durch Höhen und Tiefen geführt. Und sie hat sich als dein Schaf bekannt, dass du ihr Hirte bist. Herr, wir gönnen ihr die Ruhe in der Ewigkeit und wir bitten um Trost, um Beistand, um Kraft, um Frieden für die Hinterbliebenen, für den Ehemann, für die Kinder, für die Enkel und Urenkel, dass du sie in dieser Zeit begleiten mögest, dass du Frieden schenken mögest. Und dass du diese Lücke, die entstanden ist, dass du sie füllst. Herr, wir befehlen sie dir an. In deinem Namen, Jesus, bitten wir dieses mit Danksagung. Amen. Wir wollen nun zu diesem Akt übergehen, wo wir die Leiche dem Schoße der Erde übergeben, den Sarg ablassen. Vorhin will aber die Familie sich verabschieden mit einer Rose. Und wenn wir den Sarg runtergelassen haben, wollen sie eine Schaufel Erde als Symbol schütten. Bitte schön.
Füße aufnehmen. Aus den Füßen aufnehmen. Den Füßen aufnehmen. Sendet er wie Schafe wird er mal. Ja. Tragen drum, sei nicht verzagt. Treu ist der Hüter, der über dich wacht. Stark ist der Arm, der dein Leben gelenkt. Gott ist dein Gott, der den Seinen gedenkt. Gott wird dich tragen mit Händen so lind. Er hat dich lieb wie ein Vater.
verstarb. Gott ist ein Gott, der in Ewigkeit bleibt. Gott wird dich tragen mit Händen so lind. Er hat dich lieb wie ein Vater sein Kind. Das steht im Glauben wie Felsen so fest. Gott ist ein Gott, der uns nimmer verlässt. Jesus, du hast vergossen, ja auch für mich dein
Wir wollen diesen Teil jetzt abschließen hier. Danke für alle Dienste, die geleistet wurden, damit wir diese Abschiedsfeier veranstalten konnten und damit auch einen Dienst an Familie Wiebe erwiesen haben. Wir wollen kurz stille werden, ein bisschen über unser Leben nachdenken und dann mache ich das abschließende Gebet. Vater im Himmel, wir danken dir für deine Gegenwart. Wir danken dir, dass du uns begleitet hast bis hier, dass du Trost, Kraft und Frieden geschenkt hast für Familie Wiebe. Wir wollen sie dir weiter anbefehlen in dieser nächsten Zeit, wenn sie vielleicht einsam sind, dass wir sie dann besuchen, dass wir sie unterstützen, dass wir sie begleiten. Herr, nochmal danken wir dir für deine Gegenwart und lehre auch uns bedenken, dass wir sterben müssen und eines Tages dir begegnen, Herr. Mach, dass wir dich als Hirten anerkennen, dass du uns leiten und führen kannst. In Jesu Namen beten wir dieses. Amen. Danke für eure Teilnahme.